Was geht ab, YouTube? TechTix ist wieder back am Start mit einem neuen Black Ops 2 Video. Und ja, heute mal wieder eine neue Folge von Road to Black Ops 3. Hopp, da mal direkt weg, weil da Sniper stehen. Was macht der denn da? Och nö, hör auf zu campen. Ich hasse so eine Scheiße. Hä? Oh wow, das war der echt schlechteste blinde Schuss von mir, den ich hier gemacht habe. Ich hoffe, ich habe einen Schalldämpfer drauf. So, und heute wollte ich mal ein Thema ansprechen. Und zwar, die meisten von euch wissen ja, dass ich auf YouTube, ja, wie soll ich sagen, anonym unterwegs bin. Also meine Kollegen wissen nicht, dass ich YouTube-Videos mache. Und, der Kollege von meinem Bruder ist auch ein guter Kollege von mir. Liebe Grüße an dich, weißt schon, wer gemeint ist? Ja, du bist ein Wichser. Nein, auf jeden Fall, er guckt halt meine Videos, er weiß, dass ich einen YouTube-Kanal habe, dies, das, wir zocken auch sehr oft zusammen. Und er war letztens hier und ich habe mal in ein paar Videos über meinen Bruder geredet. Und er hat das dann halt so angesprochen neben meinem Bruder. Und mein Bruder schaut ja meine Videos nicht, also ich weiß gar nicht, er weiß glaube ich mal gar nicht, wie mein Kanal heißt. Aber er schaut auf jeden Fall nicht meine Videos, weil ja, er hat halt viele andere Sachen zu tun und ich weiß nicht, würde es gar nicht so feiern, wenn mein Bruder meine Videos gucken würde. Keine Ahnung, ist ein bisschen nicht... Okay, wie viel schluckt der denn? Ist zwar nicht unangenehm, aber ist schon ein bisschen komisch, weil da sind so manche Sachen, die man so anspricht, die ein Bruder nicht hören sollte. Ciao. Die ein Bruder nicht hören sollte. Und ich glaube, hier spricht einer. Den machen wir mal direkt, den muten wir mal. Das Ding, das Blöde ist, ich habe kein Headset gerade dran und kann nicht sehen, wer spricht und wer nicht. Das ist ein bisschen blöd. Naja, auf jeden Fall, der schaut halt meine Videos und hat das mal halt meinem Bruder gesagt. So von wegen, ja, dein Bruder meinte mal das und das in einem Video. So von wegen, sein Bruder ist so ein Wichser und so, er kommt immer rein, wenn ich aufnehme. Und das habe ich zwar gar nicht gesagt, also noch nie. Aber er hat es halt so gesagt, ich habe mal mitgespielt, meinte so, ja, der, warum sagst du jetzt sowas und so, das ist so voll scheiße, was bist du denn für einer und so. Und mein Bruder hat mich dann so schief angeguckt und meint dann nur so indirekt so, ja, ich glaube, ich muss mir deinen Kanal nochmal angucken. Und ja, das war halt ein bisschen komisch, weil, ja, keine Ahnung, das ist halt ein bisschen komisch, ich weiß nicht, wie seht ihr das, wie würdet ihr euch, oder vielleicht seid ihr auch YouTuber, macht auch YouTube-Videos und macht ihr das Ganze ganz privat oder wissen eure Kollegen das oder wie ist es bei euch? Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben. Bei mir ist halt so, kein Kollege von mir weiß, dass ich YouTube-Videos mache, das ist komplett privat. Und anonym, ich weiß auch gar nicht, sowas kommt auch nicht gut bei Bewerbung, also vielleicht schon, aber ich habe dann schon das ein oder andere Video, worauf ich nicht unbedingt stolz bin, wo ich mir dann so denke, ja, okay, wenn das jetzt mal jemand sehen würde, den ich kenne, weiß nicht, wie die darauf reagieren würden, deswegen, ja, weiß ich nicht, deswegen warte ich auch noch mit den Facecam-Videos, ich weiß ja nicht, viele von euch wollen ja ein Facecam-Video so, unbedingt, ich weiß gar nicht warum, aber die wollen halt sehen, wer hinter diesen Videos steckt, welche Person. Verstehe ich, aber ja, ist halt so eine Sache, ich bin zwar noch kein, ich bin nicht Fame oder sonst so ein Scheiß, ich bin der Letzte, der sagt, ich bin irgendwie berühmt oder so, ich weiß nicht, was man davon hat, keine Ahnung, außer dass Leute, der dich dann erkennen auf der Straße, die wenigsten, ich meine, ich habe gerade mal 4300 Abos oder so, die wenigsten würden mich dann auf der Straße erkennen, aber ja, ich weiß nicht, ich mag es halt nicht im Mittelpunkt zu stehen, so. Ist zwar mal cool, dass Leute dich erkennen, so, keine Ahnung, ist bestimmt mal ein geiles Feeling, aber so auf Dauer ist es jetzt nichts für mich. Und deswegen mache ich das Ganze einfach privat, so anonym für mich, weil ich Spaß daran habe. Und das muss auch keiner wissen, ich weiß nicht. Wie steht ihr dazu? Meint ihr, seid ihr nicht famegeil? Das kommt ein bisschen komisch rüber, weil da wird, glaube ich, mal jeder Nein sagen. Mögt ihr es im Mittelpunkt zu stehen oder nicht? Ich weiß nicht. Ich bin nicht so ein Fan davon. Und ich würde es jetzt auch nicht feiern. Ich meine, es gibt so viele Leute, ne? Ich meine, Elotrix war ja auch eine Zeit lang anonym unterwegs. Keiner wusste, wie er aussieht. Und er hat ja auch sein Leben gelebt. So, weiß nicht, er hat seine YouTube-Videos gemacht. Alle mochten ihn. Was heißt alle? Die halt ihn abonniert haben, die ihn gefeiert haben. Und ja, die haben halt seine Videos weitergeguckt. Und es war auch alles schön und gut, weil keiner wusste, wie er aussieht. Und keiner hat sich wirklich beschwert darüber. So, weiß nicht. Und wieso muss man halt immer wissen, wie YouTuber aussehen? Was ist daran so besonders? Und jetzt muss ich mal hier kurz campen, damit ich hier diesen Kill noch bekomme. Ah, wir haben schon Orbi. Heftig. Wer hat den denn rausgeholt? Krasse Sache. So. Da holen wir mal direkt den nächsten Orbi raus.
Wow. Nein! Fuck! Ich war zwei vor Orbi oder ein vor Orbi. Mann, meine Fresse. Warum kommt jetzt so eine Scheiße, Mann? Egal, auf jeden Fall. Wie steht ihr dazu? Ich weiß nicht. Mögt ihr es? Wollt ihr mal Fame sein? Wollt ihr es nicht? Würdet ihr euch, wenn ihr, sagen wir mal so, wenn ihr wie YouTube-Videos machen würdet, würdet ihr euch direkt zeigen? So von wegen, das bin ich und hey, hier, ich bin der und der. Würdet ihr euch zeigen direkt im ersten Video? So, keine Ahnung, würdet ihr das machen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ansonsten war es von dieser Folge Road to Black Ops 3. Und ansonsten schreibt mal in die Kommentare halt die Sachen, die ich euch erwähnt habe. Wie immer waren das so unnormal viele Sachen. Und ansonsten lasst auch immer positive Bewertungen da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Abonniert nicht vergessen und dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Sag ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.